Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und dir, liebe Cassie. Wie geht's dir? Mir geht es gut, vielen Dank. Ich hoffe euch allen auch guten Abend. Es ist immer noch sehr warm. Hat es mit dem BH funktioniert? Ich habe es nicht ausprobiert. Ich musste heute nicht einkaufen gehen. Also wir haben uns gedacht, nachdem ja das letzte jetzt so sehr lustig war, versuchen wir heute Nicht so ein bisschen lustig zu sein. genau, ein bisschen mehr Ernst in den Tag zu legen. Aber vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Mal schauen, wie es läuft, wie sich es entwickelt. Also bei uns ist heute nicht ganz so heiß, aber angenehm, schön. Sonne schien bis eben, jetzt wird es bewölkt und gibt bestimmt gleich ein fettes Unwetter. Ja, so ähnlich ist es hier auch. Weißt du, wo es bestimmt wärmer ist? Nee. Hier. Na, das ist ja mal ein Schmankerl, was du dabei hast. Antarktis erlebt bemerkenswerte Hitzewelle mitten im Winter, um 3,1 Grad wärmer als üblich. Ich habe diesen Screenshot leider ohne Datumsangabe bekommen. Ich weiß jetzt nicht, was Sie hier unter Winter verstehen. Heutzutage kann man ja schon mal mit den Jahreszeiten durcheinander kommen. Aber es ist ein wunderschöner Stern da am Himmel. Sieht irgendwie nicht wirklich aus wie eine Sonne, sondern haben Sie jetzt die Sonne da in Schneeflockenform hinterlassen? Ja, das ist bestimmt extra so in Szene gesetzt. Oder es ist einfach ein Reflexionspunkt von der Kameralinse. Ich weiß es nicht. Also wir werden jetzt alle schmürzen. Die Pizza verbrennt, wir schmürzen. Es ist einfach katastrophal. Und die Antarktis schmilzt gleich mit. Ja. 3,1 Grad wärmer als üblich. Jetzt ist ja wieder die Frage, was ist üblich? Wonach die Experten oder woran haben das die Experten festgemacht? Die sind bestimmt mit dem Thermometer dahin, haben es mal kurz in die Luft gehalten. Ja, aber die Aufzeichnung seit wann? Ah, Seit wann und seit warum? Anbeginn der Höhlenmalerei. Ach so, früh, so spät haben die erst Ich angefangen. weiß es nicht. Aber wie gesagt, die Sonne haben sie schön in Szene gesetzt. Ist ein schönes Bild. Na dann. Gehen wir weiter, bleiben wir auch beim Thema. Du hast uns ja ein paar schöne Tipps mitgebracht. Mal wieder. Genau, so können Sie auch bei extremer Hitze schlafen. Ich würde sagen, funktioniert bestimmt super, ist eine Riesensauerei, oder? Heute wird es schwitzig, Hitzewarnung vom Deutschen Wetterdienst. Dazu soll es mit bis zu 37 Grad den heißesten Tag des Jahres geben. Für eine geruhsame Nacht hat Schlafmediziner Dr. Michael Feld die passenden Tipps. Feuchte Lappen auf Hand- und Fußgelenke. Ruhig ein Glas Alkohol. Ab hier können wir abbrechen, der Rest interessiert uns nicht mehr. Ja. Stell Bei das Bauch in spätestens die jetzt machen alle. Verliebtheit. Oh, ja, also wir MacGyvern ein bisschen, bauen uns eine Klimaanlage selbst. Man braucht einen Ventilator, ein feuchtes Handtuch, ein Wasserauffangbecken für den Schweiß oder so und einen Kleiderbügel natürlich zum Aufhängen. Ist ja eine Alternativ geht. riesengroße Sauerei. Ich glaube, es funktioniert, vorausgesetzt, du schläfst im Badezimmer. Zum Beispiel, das wäre ja dann auch noch eine Option, ne? Das also einfach in eine Badewanne legen. Das Wollen wir kühlt noch ein auch. bisschen klugscheißen, warum man den Alkohol trinken kann? Da erweitern sich die Blutgefäße und dadurch und überhaupt. Spannend, hä? Gut, also Alkohol lassen wir weg. Den gibt es nämlich draußen. Klar, wenn es warm ist, schön mit Eiswürfeln, finden wir alle großartig. So ein kleines Gläschen, irgendwas. Aber ja, ganz wichtig. Ich gehe davon aus, der ist auch so ein Experte, Schlafmediziner. Dazu muss man nicht unbedingt studieren, um solche Sachen da rauszuhauen. Die weiß hoffentlich jeder normale Mensch. Also Puls und Fußgelenke, Handgelenke. Spätestens jetzt wenigstens, Also, hoffe das haben ich. wir doch vorher schon gewusst. Also, mir hat das die Omi gesagt, dir nicht. Na, mir ja auch. Ich kenne das doch auch von meiner Omi. Aber viele reden ja heutzutage gar nicht mehr mit ihren Omis. Dafür kann ich nicht, selber schuld.
So ist schön, machen wir nicht, ne? Habe ich keine Lust zu. Sieht ja voll aus. Am besten ist es Wissen. mit dem Bügelbrett. Hat schon mal jemand ein Bügelbrett ein oder so eine Wäschespinne Das ist so einseitig ein belastet? Wäschespinnen. Ja. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Da hätten sie ja wenigstens auf die anderen. Siehst du, das sind keine Praktiker, das sind nur Theoretiker. Da hat er sich überlegt, Ja. hier mal so eine Wäschespinne. Die Wäschespinne, da kannst du nicht mal ein paar Socken auf die eine Hälfte tun, da fliegt das Ding schon um. Und ich weiß Richtig. es. Ich weiß es auch. Oft genug probiert, wie weit ich gehen kann mit der Last. Nicht sehr weit. Richtig. Weil manchmal reicht es schon, wenn du nur die eine Seite aufklappst, gell? Oh ja, richtig. Ach Gut, ja, ist schön. genau des Hausfrauenaustausches mit Kopftuch und Rock und Stöckchen. Die Daten, ja, wir Daten, die Daten unsere Austausch der Daten. Es ist heute echt ein bisschen warm. Offenbar, ja. Ja, aber was die Menschlein angeht, die nicht mehr mit ihrer Omi reden können, es bleibt ja doch dabei, dass Wissen eine Hohlschuld ist, oder? Definitiv. Und die Menschen ohne Omi, die können sich ja ihr Wissen jetzt immer vom News Daddy holen. Sowas kann nur von Generation Z kommen, oder? Ach, der News Daddy. Guck Also ihn die dir an. Generation Z vertraut dem News Daddy. Früher gab es einen Sugar Daddy, jetzt gibt es einen News Daddy. Ist er Die nicht Jungen seien heiß? News abstinent, heißt es. Doch TikToker wie Herr Page, schön, dass der Seite heißt, erreichen mit Nachrichten ein Millionenpublikum. Und das ist jetzt der neue News Daddy. Unter dem Namen News Daddy dort versorgt er, der 25-Jährige aus Großbritannien, seine 11,9 Millionen Follower. Muss ich mir überlegen, Wahnsinn. Mhm. Aber pff, schön, ne? Da könnte man glatt den Wunsch entwickeln, auch TikToker zu werden. Nee. Nee. Der Erfolg von Content Creators zeigt, dass junge Menschen sich durchaus für die Geschehnisse in der Welt und für Politik interessieren. Natürlich tun sie das. Sie haben halt nur keinen Bock auf so einen trockenen. Richtig. Ne? Richtig. Das ist immer so eine Frage der Aufnahmefähigkeit und ja. Aber ich gehe davon aus, dass der Artikel, dass es da ein bisschen auch um was anderes geht, nämlich die haben natürlich Sorge, wenn der so viele Follower hat, ne? Oh, hat ein Selfie mit der Kamera Mit dem Kamelhaar. mit dem Kamelhaar gemacht. Ja. Eine deutlich politische Positionierung lässt sich bei wem Vitus Speer, kurz V genannt, erkennen. Aha, wir haben Konkurrenten. Ist eine bekannte Stimme in der amerikanischen TikTok-News-Welt und wurde ebenfalls zum NATO-Gipfel eingeladen. Was haben wir hier? V teilt auch immer wieder Inhalte, die sich mit den Anliegen von LGBTQ-Menschen beschäftigen, identifiziert sich selbst als. Können wir weiter scrollen? Ja, bitte, bitte Danke. unbedingt. Ich Soll ich mal glaube. nach unten scrollen? Ja, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja. Die mediale Dreckschleudern. Russland klont Medien wie FAZ und Spiegel. Die Fake-Websites liefern Desinformation im Stundentakt. Also so etwas wie FAZ.ltd statt FAZ.de. Also Herrlich. die sind sich, ja. Ist natürlich immer der große Schuld. Wird durch die Bots in den sozialen Netzwerken in Umlauf gebracht und beworben. Pseudo-News-Portale wie kaputteampel.com. Das ist aber schon. Deutsche bitten um Hilfe, sie geht aber an die Ukraine. Sanktionen gegen Russland ruinieren die deutsche Wirtschaft. Ja. Oh, guck mal, Bundeskanzlerin Scholz. Ja. Ach so, da ist jetzt wieder die KI schuld. Die KI ist schuld, Oho. genau. Fehler, die Die auf gefälschten maschinell Inhalte. Übersetzungsroutinen aus dem Genau. Russischen zurückzuführen sind. Immer wieder von der Bundeskanzlerin Scholz die Rede, weil im Russischen zwischen der männlichen und der weiblichen Form des Kanzlers nicht unterschieden wird. Im Englischen doch auch nicht wirklich. Chancellor. Im Englischen auch nicht. Ne? Nö. Aber es natürlich müssen, es ist im. Ach so, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Also ja, es ist halt da.
Die deutsche Außenministerin heißt auf Baerbock eine Rücktranskription der russischen Schreibweise von Baerbock. Die Betreiber der Fake-Websites scheinen sich wenig um solche Patzer zu kümmern. Sie versuchen stattdessen, die fehlende inhaltliche Qualität durch schiere Quantität zu kompensieren. Die medialen Dreckschleudern spucken im Stundentakt neue Texte aus. Danke für die Werbung, liebe Zürcher Zeitung. Ja. Ich glaube, das muss ich mir mal näher anschauen. Ja. Ja. Jetzt rennen alle auf die Seiten und gucken nochmal nach, gell? Genau, bestimmt. Na gut, dann soll unser lieber Herr Dylan Page mal ein Millionenpublikum unterhalten und nein, nicht unten halten. Nein, informieren soll er sie. In Form bringen, oder? Vielleicht haben Bitte. die ihn sich auch schon zu oft reingezogen, weil Schüler innen wie außen fühlen sich oft erschöpft. 55% jede Woche oder häufiger betroffen. Ist auch ein Screenshot, den ich zugeschickt bekommen habe. Woran kann es nur liegen? Ja, das ist aber, ich finde das schwierig. Mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, besonders vor dem Abitur, was ja geschrieben wurde dieses Jahr, Eltern neigen hier neuerdings dazu zu sagen, wir schreiben Abitur. Wir müssen noch lernen. Dann habe ich, also es war nicht nur einmal, mir ist das mehrmals, habe ich das so gehört. Mir hat dann eine Bekannte gesagt, ja, das ist ganz neu. Also das geht schon seit ein paar Jahren so, aber früher eben nicht. Sag ich so, also meine Eltern haben mit Sicherheit nicht gesagt, wir schreiben Abitur, weil Ich meine wollte gerade Eltern haben. sagen, also meine Eltern waren auch nicht dabei im Nee. Prüfungsraum bei mir. Nee. Ich glaube, Eltern sind im Normalfall froh, dass sie nicht schreiben müssen, sondern einfach bloß, Kind, erklären schön, alles ist gut oder tu es halt auch Auch nicht. das kann ich bestätigen. Ich bin auch froh, dass ich keine Aula mehr von innen sehen muss. Aber da haben wir, oder? Und deswegen frage ich mich jetzt, sind dann auch wir erschöpft? Weil wir haben ja zusammen gelernt für Prüfung und so. Zum Beispiel? Oder die andere Variante ist, die Eltern sind total gestresst und deswegen sind jetzt die Schüler erschöpft, weil sie ja auch noch nicht sich um ihre Eltern dabei kümmern müssen und die beruhigen müssen, dass alles gut wird. Beispiel auch, aber mir wurde der, also ich möchte auch noch einen anderen Aspekt anbringen. Der Kommentar wurde mir rübergeschoben mit dem Vermerk, da sollen sie halt früher ins Bett gehen und nicht so lange auf ihren Smartphones rumhängen. Ja, das kommt ja noch dazu, zumal man ja weiß, dass wenn man abends, wenn man ins Bett geht und vorher noch mit dem Handy gespielt hat, ne, dass der Schlaf kein Erholsamer Schlaf ist. Danke, das war das Wort. Bitte schön, gerne. Ja, das ist Ja. auch nur möglich. Aber wie gesagt, ja, es ist natürlich trotzdem ätzend, wissen wir alle, wenn man halt einfach kaputt ist und schöpft und so. Aber jo, wer ein bisschen sich noch an seine Schulzeit erinnern kann, hatten wir da nicht alle so Phasen, wo es einfach manchmal so ein bisschen mühsam war und Ja, eben. Also einfach war es nie, möchte ich behaupten. ja, im Nachhinein denkt man sich dann immer, die Schulzeit war doch ganz entspannt, aber während man in dieser Phase ist, denkt man sich, es gibt nichts Schlimmeres. Also ich kann mich noch an das Gefühl von damals erinnern. Ich möchte jetzt nicht mehr tauschen, trotzdem nicht. Also, nee, danke. Also ich wollte eigentlich auch, ich habe den Artikel im Grunde nur mit reingenommen, um auch nochmal zu sensibilisieren, dass es halt wirklich auch eine schnelllebige Zeit ist. Wir im Zeitalter auch der Informationsflut, der Datenübertragung leben Fällt und noch ein blöder Witz ein ja, gerne. zu diesem Thema. Na dann. Sagt das Enkelkind zum Opa: Ich bin jetzt 20 und habe schon meinen Bachelor. Sagt der Opa: Oh, mit 20 stand ich vor Moskau. Oha. Für die, die es nicht so ganz verstehen, wisst ihr, der Bachelor ist ja, wie nennt man das so nett umschrieben? So Grundstudium. Das ist so. Naja, ich habe immer gesagt, quasi, das ist noch nicht viel. Aber Hauptsache, wir haben einen tollen Namen dafür und haben mal ein paar Semester was gemacht und Ja, also werden. das ist so dieses, hier ist der Nachweis, ich habe schon mal geübt zu studieren. Ja, ich habe mich mal hingesetzt und ein Buch auf. Ach nee, heute nimmt man, schlägt man kein Buch. Ich habe mich mal hingesetzt. Ich habe mich mal hingesetzt und habe Bachelor geschafft. Ganz fein. So ungefähr, aber war bestimmt auch sehr erschöpfend.
Mit Sicherheit, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Ja, ansonsten einfach nur, um das Thema hier abzuschließen, dürfen wir einfach nochmal sensibilisieren, dass jeder von auf sich aufpassen darf, nicht zu viel konsumieren, einfach auch mal in die Ruhe gehen, sich seine Verschnaufpausen gönnen. Und ich kann nur hoffen, dass diese Schüler und Schülerinnen, ich betone es mal so, Das ist doch jetzt verboten mit dem Sternchen. Also es wird nicht anerkannt. ja, das kommt noch dazu. Ich frage mich, warum die das immer noch so Weil es schreiben. ZDF ist. Ja, okay. Und hier DRK irgendwas. Ja, ich kann einfach Standard. nur hoffen, dass diese 23.154 Befragte da irgendjemanden haben, der ihnen auch den Tipp geben kann mit, jetzt komm mal zur Ruhe, mach die Augen zu und guck dich einfach mal von innen an. Ja, ob ich das möchte, ich weiß nicht. Ob ich möchte, ich weiß nicht. Mich von innen angucken. Ich meine das doch jetzt nicht wortwörtlich. Ich sage Bitte. das immer, wenn ich die Augen zumache, um zu schlafen oder einfach nur in die Stille zu gehen. Einfach mal nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ich wollte es aber jetzt wortwörtlich nehmen. Na gut. Und am besten das Handy ganz weglassen und wieder auf Festnetz umsteigen. Haben die mich jetzt letztens wegen Handy am Steuer angehalten? Hab jetzt Festnetz. Da sind wir wieder bei deutsche Sprache, schöne Sprache, oder? Ohne Schmamm, mich würde mich interessieren, was dann passiert. Hm. Oder heißt das nicht die Wählscheibe? Ja, da gab es auch so was Niedliches. Da hat man zwei Jugendliche in Amerika mit so einem Telefon hingesetzt, hat ihnen eine Nummer in der Hand gedrückt und hat darum gebeten, dass sie da versuchen sollen, Anschluss zu bekommen. Das war so süß, wie die beiden da hockten vor diesem Teil und versucht haben. Klar, wenn du es nicht weißt, die haben halt gedacht, sie müssen dann mal die eins, ne, Stücke zurück und dann nächste. Es hat dann nicht funktioniert. Es kam dann der OP vorbei und hat ihnen dann gezeigt, wie es richtig ging. Herrlich. Also ich kenne ja diese Wählscheiben noch als Kind. Ich habe damit mal sehr gerne rumgespielt. Ja, ich auch. War ein schönes Geräusch, gell? Ja. Ich habe immer die Ziffernfolge nachgedreht, die oben drüber geklebt hatte. Und habe mich immer über das Besetzzeichen gewundert. Ich bin nie durchgekommen. Ich fand das großartig, das hat echt Spaß gemacht. Vor Ah. allen Dingen schön war es, wenn du so eine lange Nummer hattest und du dich verwählt hast. Ja. Das haben die zwei Jungs da in diesem Video da, also es war ja irgendwie so ein Test, soll eine Spaßeinheit von der Familie. Und das wussten die zwei natürlich dann auch nicht, dass sie erstmal zwischendurch wieder auflegen. Herrlich, herrlich. Also wenn du wirklich mal überlegst, ne, so mit dieser 12- oder 13-stelligen Festnetztelefonnummer, die man da einzeln anwählen durfte, was machst du heute? Klickst auf dein komisches Gerätli, einen Namen an, drückst auf den Hörer, los geht's. Aber damals wussten wir wenigstens die wichtigsten Telefonnummern noch alle auswendig. Heute stehst du da und bist froh, wenn du deine eigene kannst, die gefühlt 90% auch nicht mehr auswendig können. Richtig. Weil die sich eingebrannt haben auf unsere Festplatte. Ja. Ist doch Aber schön. sowas von, Ja, ja. konnte man uns fragen im Schlaf, hochspringen, wusstest du die auswendig. Ja. Schön. Wollen wir weitergehen? Wir haben da noch, du hast da noch was Schönes gefunden. Der Du meinst Originalartikel. Meta Devotion, Mark Zuckerberg, Unfall Giant Statue of his wife. Also der hat eine riesen Statue von seiner Ich habe sie noch mal Ehefrau. in Deutsch. Das ist sehr freundlich von dir. Recht herzlichen Dank. Er hat jedenfalls eine riesige Statue seiner Ehefrau im Garten, glaube ich, enthüllt. Und was einfach nur an dieser Überschrift so nett ist, Ehemänner zittern überall. Hä? Nur die Ehemänner oder auch Ersatzgeräte für den Ehemann? Ich muss da an unseren Der Artikel Typ vom war so letzten angeglichen. Mal denken. Ja, genau. Mit der Aber Clara. der Satz, glückliche Frau, glückliches Leben, das scheint schon zu stimmen. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt so begeistert wäre, wenn für mich eine Statue im Garten wäre. Oder wo auch immer. Also, ich weiß auch nicht. Vor allen Dingen sind die ja, ich finde die hässlich. Sorry, ist aber nicht schön. Ich weiß, also ich Also sie ist nicht hässlich, aber jetzt ja diese.
Die Häs ja, also das ist wirklich Geschmackssache. Aber er drückt damit ja seine Bewunderung für seine Dame aus. Aber ich meine, auch anders machen. Aber tja, Es ist ne? wohl eine römische Tradition, Skulpturen der Ehefrau herzustellen, so wie ich das hier lese. Ah ja, hier steht es auch. Ihr Konterfei in Anlehnung an die römische Tradition zeigt. Okay, römische Tradition. Aha, weil das Und was Bein. haben die mit Rom zu tun? Weil er Gladiator ist. Ui. Gut, jeder wie der will, ist ja zum Glück deren Garten und wir müssen uns das nicht angucken, oder? Nee, ist hässlich. Nee. Also mir gefällt es nicht, Entschuldigung. Wir bleiben bei Ehemännern. Ach ja, das ist zurzeit mein Lieblingsdingens. Als ich Und es gelesen so, habe, habe ich mich boah. so weggehauen vor Lachen, weil ich mir dachte, das kennt doch hoffentlich jeder. Ehe bedeutet, wenn dein Ehemann die Spülmaschine ausräumt und alles, was er nicht zuordnen kann, auf der Arbeitsplatte liegen lässt, als wäre es die Lost and Found Station von Küchenutensilien. Und als du mir das geschickt hast, dachte ich mir, ja, ich bin nicht alleine. Vor allem, manchmal denke ich mir, jetzt ist mehr auf der Spüle, als im Geschirrspüler jemals drin war. Dann kommt dann immer die Frage, Quatsch, ja, ich weiß ja nicht, wo es war oder wo das ist. Aber wenn sie es rausnehmen können, finden sie es ja auch, ne? Ja, das seltsam, ja, das funktioniert so rum. Aber ich habe mich entschieden für meine eigene Seelenruhe, dass ich mich da nicht aufrege, sondern einfach nur dankbar bin, dass überhaupt ausgeräumt wurde. Ist halt so. Aber es war ein schöner Fund und ich danke dir, dass du es geteilt hast mit uns. Ich danke demjenigen, der das sich die Mühe gemacht hat, aufzuschreiben und mir gezeigt hat, wir sind nicht allein. Ja, wirklich. Ich Geteiltes überlege, Leid ist halbes Leid, wie ne? viele jetzt überlegen und sich denken, ja, wie bei uns. Dann hast du uns noch das hier mitgebracht. Erzähl mal, was du dir dazu gedacht hast. Ja, muss ja ein bisschen vorsichtig sein, aber ich fand ja nur interessant, Pfizer lässt die Bären hinter sich. Mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz und 31,4 Milliarden Dollar Nettogewinn. Die C-Pandemie lässt sich 2022 bei Pfizer kräftig die Kassen klingeln und katapultierte es an die Spitze der Pharmakonzerne. Mehr als die Hälfte des Umsatzes brachten die Punkt-Punkt-Impfstoffe. Und die Pille, was auch immer, Paxlovid. Nach dem Abflauen der Pandemie und dem entsprechenden Nachfragerückgang kam es im Vorjahr zu einem massiven Umsatzgewinneinbruch. Nun sieht es so aus, als ob Pfizer nicht nur von einem neuerlichen Aufstieg der Infektion profitieren, sondern auch mit neuen Medikamenten die Trendwende schaffen könnte. Ich fand das nur interessant, weil ich mir dachte, sag mal, Jetzt eilen Sie wieder zur Rettung. ja, aber. Ist jetzt in die, Sie sagen es doch jetzt, also ich finde, da kann man schon schön zwischen den Zeilen lesen, womit die ihre Kohle verdient haben und warum es dann natürlich unter die Menschen gebracht werden musste. Money, 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 Ich money, sag ja, Sie money. eilen zur Rettung, zu Ihrer eigenen. Ja, genau. Und dann, also so richtig mit diesem, die ich dann nicht so wirklich gefunden hatte, dann auch keine Lust, aber ich fand es einfach spannend, so dieser erste Absatz mit dem, wie viel Kohle die halt damit gemacht haben, ne? Schön. Naja. Großartig. Aber um das abzuschließen, ich finde, du, meine Hedi, hast mehr Schneid als die hier. Habe ich aber nicht gesehen. Ah. Das wollte ich Ja, nur mal vielleicht haben anmerken. sie jetzt irgendwie so ein nettes noch Medikament halt hier gegen Krebs und überhaupt. Und dann können sie sich ja dann noch mehr Geld irgendwo hinschieben. Ja, auch also wenn man, selbst wenn man sich die Ziele, die sie sich gesetzt haben, Ja, durchliest, der Hammer, also oder? Und vor allen Dingen hier dieses Herzkreislauf. Also wir kennen ja die Nebenwirkungen im Moment, die da so. Und wenn das dann so, gell? Herz und vor allen Dingen Migränemittel, auch schön. Ach ja. Traurig, traurig. Bisschen schon. Lassen wir die Bären Ich hinter schnell uns. weiter. Ja. Aber was Lustiges. Ich Das denke passt ja. zu unserer Maisscheißfliege.
So Magst ein du? Klodeckel-Schmeißfliegen-Thema. Du kannst gerne vorlesen. Das Objekt der Woche, der goldene Schiss. Ja, so schön. Tauben sind überall und setzen jetzt auch im Logo des Landenmuseums ein besonderes Zeichen. Glanz und Schmutz. Laut Landenmuseum symbolisiert die Taube die Gegensätze der britischen Hauptstadt perfekt. Jetzt ist es raus, London hat einen Vogel. Jetzt erst? Noch gar nicht so lange her, da hatten sie doch auch einen Dachschaden, ne? Ja. 9 Monate lang wurden Daten erhoben. Och Gott. Findungskommission wurde berufen. Ideen, Entwürfe hin und her gereicht. Ach du meine Güte. Ah, Logo und Maskottchen wurde gefunden. Bis vor kurzem noch Museum of London. Es ist eine Taube und sie kackt. Der goldene Schiss. Ja nun, was sollte sie sonst auch tun, möchte man meinen. Kannst du noch Als ein Taube bisschen? ist das ihre Kernkompetenz. Die Taube und der Klecks stehen für einen historischen Ort voller Gegensätze. Einen Ort, an dem Schmutz und Glanz seit Jahrtausenden Seite an Seite existieren. Könnte man den Schmutz mehr als doppeldeutig sehen, ne? Oder auch tiefgründiger? Aber ja, ich finde das einfach herrlich. Der goldene Schiss. Hervorragend. Na gut, die Raben sind aus dem Tower of London verschwunden, also muss jetzt die Taube herhalten. Ja, und ihr Schauen. seht, man kann eigentlich so ziemlich mit allem auch wieder Geld machen oder ein Kunst, was auch immer, Ja. Objekt. Oder Platz in irgendeiner Zeitung für Wichtigeres belegen. Ja. Wir bleiben bei süßen Tierchen. Aber die gucken so niedlich, die Hähne. Ja, absolut. Wie Das ist süß. auch süß. Die Kuckuck. Weil dieser Artikel war, der ist an sich nicht wirklich lustig, aber auf eine gewisse Art und Weise hat er doch schon einen schon fast satirischen Charakter. Ja, also ich Henne finde schon, oder es Ei? ist sehr kurios. Ja, Henne oder Ei? Und über diese Frage streiten sich ja die Geister, wissen wir. Aber das Interessante ist, über diese zweifellos umstrittene Frage rieten zwei Indonesier in der Provinz Sulawesi derart in Rage, dass einer den anderen mit einem Dolch attackierte und ihm lebensgefährliche Verletzungen zufügte. Dem Täter drohen nun bis zu 18 Jahre Haft. Ihr Lieben, man kann sich auch schon mal wegen anderen Sachen streiten, oder? Na, nur Und gut, weiter dass es geht's bald nicht. keine Messer mehr geben soll, darf, kann. Das ist auch ein Grund, genau, wegen dem Streit in Indonesien. Würde ja Ja. passen. Und der Michael Bergheimer aus Ohio wiederum trug zum Glück keine bleibenden Schäden davon. Der hat in einem Fastfood-Restaurant Chicken Wings gegessen und hat dann weiter, die waren ohne Knochen offiziell, also die war also ohne Knochen bestellt. Und da hat er sich an einem Knochen verschluckt und hat natürlich daraufhin geklagt. Das Urteil wurde, also die Klage wurde abgewiesen, weil man könne nicht davon ausgehen, dass sich in einem knochenlosen Hühnerflügel keine Knochen befinden. Schon klar, oder? Klage abgewiesen. Zwei Sachen. Ja, bitte. Die erste Frage stelle ich für einen Freund. Was hat der erste Absatz mit dem zweiten zu tun? Man wollte einen Übergang schaffen, vielleicht. Ob der jetzt so geglückt ist, Nein. möchte ich mal Nein. hinstellen, la Nein. dahingestellt lassen. Vielleicht Also. durften Sie das Hühnerbild nur einmal wegen der Kosten benutzen. Und da haben sie einfach beide Artikel da reingehauen. Aber so wie das Huhn guckt, habe ich auch geschaut, als ich, nachdem ich fertig war, nach Lesen des Artikels. Ja, weil was mich auch irritiert, und da sind wir bei zweitens, wegweisendes Urteil. Wofür soll es denn jetzt den Weg bereiten? Gehen wir mal tiefer rein. Wenn man nicht davon ausgehen kann, dass sich in einem knochenlosen Hühnerflügel keine Knochen befinden, was sagt uns das denn zu anderen? Dass in einem fleischlosen Burger natürlich auch, dass es dann nicht schlimm ist, wenn doch Fleisch drin ist. Ja, oder andersrum, dass man vielleicht denkt, dass man so richtig schönes, leckeres Rindfleischsteak vor sich hat und man dann aber gar nicht davon ausgehen kann, dass das so ist. Es öffnet Türen. Ich möchte hier nur mal an der Stelle zum Nachdenken anregen. Ja. Ich will da gar nicht tiefer rein. Wir versuchen es mal mit dem nächsten Artikel, oder? Wir gackern einfach weiter. Wir gackern weiter. Mach's gut, liebes süßes Huhn. Echt süß. Wir gehen jetzt woanders hin. Meinen So. Sie, das kann man mal drücken?
Ja, bestimmt. Aber vorher fragen. Komm, das ist der schönste Artikel heute gewesen, oder? Absolut, ja. Deutschland hat einen Haftbefehl gegen einen Verdächtigen der Nord Stream Bombenanschläge erlassen. Die deutsche Generalstaatsanwaltschaft hat einen Befehl gegen einen Verdächtigen des Bombenanschlages auf die Gaspipeline Nord Stream und Nord Stream 2 erlassen, berichtete die Süddeutsche Zeitung. Es handelte sich um einen Bürger der Ukraine, der als Tauchlehrer, nein, nicht als Gärtner, arbeitete. Er befand sich in Polen. Sein Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt. Er Er ist ist ja bestimmt untergetaucht. untergetaucht. Ah, zwei Eulen, ein Gedanke. Natürlich ist der Mann untergetaucht. Man darf ja da nicht viel sich zu groß äußern wollen dürfen, aber ganz ehrlich, jetzt wird es langsam doch ein bisschen lächerlich, Wir oder? haben so wieder einen schönen Buhmann gefunden, oder? Was kann denn jetzt der arme Tauchlehrer dafür? Gibt es den überhaupt? Der ist ja abgetaucht, wir wissen es nicht. Der sucht noch seinen Pass. Den hat er liegen lassen. Der Aber das war den. die Taucherlizenz, die Tauchlehrerlizenz, dass er. Und auch ganz wichtig zu erwähnen, es war ein Tauchlehrer, damit da nicht so Spekulationen kommen, wie es jetzt. Aber warum ist der arme Mann aus der Ukraine? Warum muss er sich in Polen aufgehalten haben? Also befand sich in Polen, aber jetzt natürlich nicht mehr, weil jetzt ist er. Untergetaucht. Ja, aber warum Ukraine und warum Polen und ja, warum eigentlich der Tauchlehrer und nicht so, wie es danke Andreas impliziert hat, warum war es nicht der Gärtner mit der Heckenschere hinterm Haus? Ah, schöne Grüße ans Cluedo-Spiel. Aber es ist schön, Sie haben halt mehrere Länder. Sie hätten ja noch sagen können, mit bla bla Hintergrund, also nur in Ukraine, aber mit einem anderen ländlichen Hintergrund, hätte man ja auch noch machen können, weißt du, damit man einfach mehr und zum Schluss weißt du gar nicht, was du nach was du suchst. Also, richtig. Hauptsache, die wissen, wonach sie suchen. Wir Ja, kriegen ja vermutlich immer dann nur die niemanden. Infos gefüttert, die wir auch tatsächlich wissen Ja. sollen, dürfen, was auch immer. Ich habe da auch noch was Schönes gefunden. Das läuft so ungefähr unter die Kategorie, wie sein oder nicht sein, Klodeckel auf oder zu. Gehen wir mal rein. Ich musste einen Experten mitbringen. Es tut mir leid. Das machst du mit Absicht. Gib es zu. Das machst du mit Absicht. Ich mache es mit Absicht und es tut mir nicht leid. Deckel von Getränkekarton entfernen. Experte klärt endlich Das auf. erklärt. Klärgrube. Bei den Kläressen. Wir kennen es ja nun alle, oder? Wir haben es doch jetzt alle mitgekriegt, dass es immer schwieriger wird, diese Deckel da abzurupfen. Das war früher so schön einfach und gut ist. Du sollst den ja auch nicht abrufen, der soll ja dranbleiben, damit du den nicht in der Umwelt rumwirfst. Ja, natürlich. So, die EU will ja mit dieser Regel Müll reduzieren. Wie der Spiegel berichtet, gehören Verschlussdeckel zu den größten Müllgruppen in Flüssen oder Meeren. Schon klar. Hat da jemand nachgezählt? Ja, man hat ein ganzes Boot voller Experten losgeschickt und hat gesagt, zählt mal bitte die Decke von Getränkekartons. Oh, schön. Was festhängt, fliegt nicht in der Gegend rum. Aber ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, als wir jung waren, da gab es so, da hat man ja auch viel Blödsinn gemacht. Aber den Deckel hast du doch automatisch drauf gemacht, weil du abends Sommer nicht wolltest, dass da irgendwas reinfliegt, weil, oder? Ja, Also ich ja. kann mich nicht erinnern, dass ich diesen Deckel verloren habe, sondern, na Richtig. gut, man muss ja viele Sachen heute nicht verstehen. Vielleicht ist das bei Generation Z ganz anders. Und das Erste, was die machen, die kommen mit dem Getränkepack nach Hause, rupfen den Deckel ab und schmeißen den in den Fluss. Bestimmt. Oder? Könnte sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird jetzt aufgeklärt. Muss man Karton und Deckel beim Recyceln voneinander trennen? Das wäre es ja, ne? Erst kriegst du nicht ab und dann musst du es wieder. Was, man wirft keinen Biomüll in die Papiertonne? Ja, das ist ja logisch. Ja, für uns vielleicht. Ach so, oh. Denkt dran, es gibt Erklärvideos, wie man sich die Hände wäscht. Da ist Rewe, aber Rewe hat ja jetzt andere Probleme. Da liegen ja BHs im Tiefkühlfach. Richtig. Also, wir müssen es nicht trennen, erklärt der Experte. Da, 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 da.
Es Ein wäre kontra. Fachverband für Kartonverpackungen. Ja, was es nicht alles für Fachverbände gibt und wie viele Experten wir doch auf dieser Welt haben. Wir machen echt irgendwas falsch. Es sei kontraproduktiv, die Getränkekartons in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen. Es könne beim Recyceln in den Sortieranlagen etwas falsch laufen. Was sagt er denn da? Nein, also man muss es nicht trennen. So. Okay, und wie geht's Und weiter? Ziel des Artikels ist eben, oder Ziel dieser Maßnahme ist Auf eine natürlich, den Glasflasche. Müll in den Meeren zu reduzieren, ja, auf das Ja, es. das würde aber ganz einfach gehen, wenn sich jeder wieder so wie früher eine Pfandflasche holt und die dann danach wieder zurückbringt. Zum Beispiel. Und was ich eben auch noch anmerken möchte, man möge mir verzeihen, wenn ich mich da grob verschätze, aber man kann ja noch mal so ein Expertenboot losrudern lassen und nachzählen lassen, ob es jetzt tatsächlich mehr Klo, jetzt sage ich schon Klo, ja, Ich hoffe nicht. Getränkekartondeckel auf dem Meeresgrund gibt oder vielleicht, also ich denke jetzt einfach mal so 4 Jahre zurück, bei einem gemütlichen Spaziergang, sofern man ihn denn machen durfte, wie viele, ich sag mal, Zehlappen in der Umwelt rumlagen und die ja dann letzten Endes auch im Wasser gelandet sind. Nein. Das ist, Also das ist eine Verschwörungstheorie. ja. Ja. Dann bin ich falsch informiert. Du bist ein totaler Schwurbler. Nein, ich bin nur falsch informiert. Man möge mir verzeihen. Die sollten doch in diese speziellen Papierkörbe oder Mülleimer. Nicht Papierkörbe, Mülleimer. Ach, Gab es das diese schon? Dekontaminationscontainer. Ja. Ich schließe nochmal ab und sage, ich habe nie so einen Dekontaminationscontainer gesehen. Dafür haben mich meine Augen aber, wenn ich spazieren gehen war, immer getäuscht, wenn ich da sowas habe rumliegen sehen. Also das war eine Täuschung, das war eine Illusion. Ich habe das gar nicht wirklich gesehen. Naja, was werden wir nur ohne unsere Experten, nicht wahr? Wird es uns besser gehen? Meinst du? Weil bedenke, eine Wissenschaft, die ohne Gewissen, Wissenschaft ist eine Machenschaft, die Menschen ohne Gewissen Macht verschafft. Und das sagst du jetzt 10-mal hintereinander ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Am besten noch mit einem Schuss Baumministerin auf Ex und Eierlikör hinterher. Nee, das stimmt aber. Also es ist schon Wahnsinn, ja? Wieder da die deutsche Sprache, ne? Wissen. Und da kommt, wird es ja hier auch schön auseinandergenommen, aber es stimmt schon. Aber stimmt, bei Machenschaft Macht verschafft. Ja, stimmt. So weit hatte ich es auch noch gar nicht auseinandergegangen. Ein schöner Spruch. Vielen Wahnsinn. Dank dafür. Ja, ist echt wahnsinnig schön. In diesem Sinne, lass uns Simpen. weiter Wissen Schaffen. schaffen. Machen. Aber bitte mit Gewissen. Wir beide schon. Danke. Dann danke ich wieder fürs Zuschauen und fürs Hinhören. Danke, dass ich wieder bei dir sein durfte, liebe Hedi. Ich habe eine kurze Frage. Sind wir schon durch? Wir sind durch. Ist mir jetzt nicht. Ich dachte, ich war gerade so mittendrin und jetzt sagst du, wir sind zu Ende. Schade. Aber machen wir noch mal eine Folge, oder? Ja, also wenn das wieder so kurzweilig für dich war, dann machen wir noch eine Folge. Aber kam ganz kurz vor. Jetzt war ich ein bisschen überrascht. Dann kann ich ja jetzt einen Eisbecher als Ersatz für Brokkoli essen. Das darfst du, richtig. Ich entlasse dich in den Feierabend. Danke, ich dich auch. Ach nee, du musst ja noch was tun heute. Ja, ich darf und ich möchte. Dann, mein Lieben. Lieber, hören wir uns morgen oder übermorgen? Quasi. Später. Stimmt, Also, ihr ihr Lieben Lieben, da draußen, bis genau. später. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude mit uns und bis ganz bald. Bis Ciao. ganz bald. Tschüss. Thank you.